Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Witcher 3. Wir stehen hier am Wasser mit einem kleinen Boot. Und jetzt gucken wir uns erstmal in Ruhe an. Ja, ein bisschen was gekriegt. Das sieht aber jetzt nicht so gut aus. Okay. Das ist ein bisschen besser. Ja, was ich sagen wollte, wir werden uns erstmal jetzt Nebenquests angucken. Quests hier. Zierigs Fußstapfen, Lapp, Familienangelegenheit, finde aus dem Herren des Waldes. Lies die Herren des Waldes. Träumen in Novigrad, triff Corin im goldenen Stör. Das ist halt für unser Level noch nicht so. Na gut, 7, das wäre jetzt möglich. Reisen nach Skellige ist erst. Dauert noch. Okay. Eine Einladung von Kerametz. Könnten wir eigentlich gleich mal machen. Das ist alles noch zu hoch für uns hier. Auf der Fährte, sprich mit dem Aufseher. Während der Hexer durch die Scherben streifte, Novigrads schlimmste und berüchtigsten Armenviertel, nahm er den Auftrag an, ein Monster zur Strecke zu bringen, das im Schutz der Dunkelheit grauenhafte Morde beging. Zum damaligen Zeitpunkt konnte er nicht ahnen, dass die Geschichte, die in der Gosse ihren Anfang nahm, in einem luxuriösen Anwesen endet. Klingt auch geil, ne? Stufe 11 empfohlen. Lassen wir mal lieber. Hexeraufträge. Ach, cool. Ach, wie cool. Wir haben Massenhaftaufträge. Nice. Boah, das wird noch lustig. Oh, das wird lustig. Schatzsuche, Katzenfüllausrüstung. Ja, das müssen wir machen. Ja, komm, mach mal erstmal das hier. Ne, machen wir das erstmal. So. Aber wir können, Inventar. Das Buch. Wo ist denn das? Ne, hier, Buch. Wir lesen es mal. Die Götter haben uns verlassen. Die Mächtigen dieser Erde kümmert unser Schicksal nicht. Nur die Herrinnen des Waldes wachen über Wählen. In schlimmen Stunden, wenn Krankheit und Hunger uns plagen, müssen wir die Herrin um Hilfe anflehen. Wenn sie es für angemessen halten, erhören sie uns und mildern die Schläge des Schicksals. So erfleht man die Hilfe der Herrinnen. Finde ein Kind jung und unschuldig und bring es in den Buckelsumpf. Suche das Heiligtum der Herrinnen. Dort beginnt der süße Pfad. Schicke das Kind in diesen Pfad, auf das es dem Naschwerk folge und zu dem guten Herrinnen finde. Dem Kinde wird es nie wieder an irgendetwas mangeln. Denn die Herrinnen sind freundlich und freigebig. Irgendwie glaube ich das nicht. Erinnere ich mich noch. Erinnere ich mich noch daran. Nein, mal gucken. Sprich dein Anliegen vor ihrem Schrein aus. Die guten Herrinnen werden dich hören, wie sie alles hören und sehen, was in ihrem Reich geschieht. Wenn du das Opfer erbringst, wie es verlangt wird, so wird deine Bitte erhört. Okay. Ich traue dir nicht. Finde die Mumien vom Buckelsumpf. Setze den Hexensinne ein, um den Schrein zu finden, der den Anfang des süßen Pfades markiert. Aber, wie gesagt, zuerst mal noch die kleine Nebenquest. Einladung von Keramiz. Machen wir das erstmal. Stufe 6, das ist okay. Wildes Herz können wir da immer machen. Sprich mit dem Veganil. Das können wir da vielleicht auch mal machen. Gucken wir mal. Ich speichere aber erstmal ganz kurz. Moment. Tada. So. Jawohl. Okay, wohin? Ist das weit weg? Boah, geht so. Was ist denn das hier? Genau hinter uns oben ist irgendwas. Keine Tiere in der Nähe. Meine Sinne erspüren nichts. Aber dort befindet sich etwas. Oh ja. Da ist überall etwas. Da sind sehr viele. Geister. Hier ist vor allem was. Und drunter. Oh, wie viele Geister. Ich würde sagen, da gucken wir mal vorbei, wenn wir stärker sind. Einen Moment. Sekunde. So, da bin ich wieder. Hundi hat an der Tür geschnüffelt und wollte rein. Da muss ich erstmal aufmachen. Okay, dann wirst du direkt zum Weg.
Aber hier ist irgendwas Größeres. Versteckter Schatz. Ah, ja, ja, da ist irgendwas. Hier oben ist die Straße. Sehr schön. Straße, Weg, sage ich jetzt mal. Langsamer. Oh, so bei Nacht, ey. Schon krass. Warte mal. Bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir machen. Etwas, was jetzt sein muss. So. Füllt sich alles auf. Wo kommt der jetzt her? Stufe unbekannt. Ha, wo kommt der her? Ich mach dem gar keinen Schaden. Ich mach dem gar keinen Schaden. Reite. Reite weg. Reite weg. Reite weg. Ich mach dem gar keinen Schaden. Überhaupt keinen Schaden. Überhaupt keinen Schaden. Überhaupt keinen Schaden. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich will hier weg. 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 Ich hab dem überhaupt keinen Schaden gemacht. So null. Aber so null und gar nicht. Boah. Da denkst du nichts Böses. Ne? Meditierst einfach ein bisschen. Ein bisschen Ruhe, Erholung. Da kommt ein Greif angeschwänzelt. Ja, natürlich. So ist gut. Was ist das? Schon wieder. Ha! Das war ja wohl nicht. Ach, guck mal, hier ist so ein Schrein. Ach, den sollten wir ja reparieren. Na, ja. Machen wir das gleich. Wir sind ja nicht so. Wieder einen repariert. Juhu. So. Ich weiß nicht, wie steht gerade hinter uns? Da ist ein Reh. Ich würde sagen, irgendwas steht hinter Plätze, aber es war nur ein kleines Reh. Aber der Sumpf geht gar nicht. Der ist so unheimlich, ey. Ich hatte ja noch irgendein Problem, da helfen wir nochmal kurz, dass wir die Quest-Ecke abgeschlossen haben. Hilfe, Hilfe, ja. Ja, ich hänge gerade im Gebüsch. Da hinten. Dings wieder ich. Bin mal gespannt, was er auf dem Herzen hat. Wir reiten da mal querfeld ein. Wir wissen ja, wo es ist. La, 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 la. Ich weiß gar nicht, ist Spawn so Monster und so nach? Weiß ich gar nicht, habe ich noch gar nicht mit beschäftigt. So. Hallo. Wozu hat er sie gebraucht? Verfluchte Viecher. Lieber stopfe ich sie mit Gift voll oder schlag sie zu Brei. Aber nein! Hast du gesehen, was er mit ihnen gemacht hat? Hä? Ach krass, mit der Lampe kann man mit Geistern reden. What? Kera, was machst du? Geralt, hast du mich aber erschreckt. Aber nein, der Magier sagt, ich soll ihm Ratten bringen. Gesunde, keine, die die Katze anschleppt. Ist das die Lampe aus dem Versteck des Elfen? Und was war das mit den Ratten? Unwichtig, das erkläre ich später. Sag mir, wie komme ich zu dem Vergnügen? Du hast doch gesagt, ich will dich mal besuchen. Was musst du wählen? Das hat man schon alles. Das hier ist neu. Warum wolltest du die Lampe? Du hast gerade gesehen, warum. Um mit verlorenen Seelen zu kommunizieren. Ich wusste nicht, dass du dich für diese Art Magie interessierst. Hast du ein Problem damit? Warum hat der Elf dir die Lampe versprochen? Es war ein Handel. Er brauchte mächtige Magie und hat geahnt, dass ich mehr kann als Warzen wegzaubern. Ich braute ihm einen Trank, um den Abbau von Nervengewebe zu verzögern, Amnesie zu verhindern und derlei. Für wen war der Trank gedacht? Das hat er nicht gesagt. Das klingt aber interessant, ne?
Ich würde gerne was abkaufen. Ja, zeig mal, was hatten die zu verkaufen? Wetten, dass die alte Hexe, die hier gelebt hat, einige interessante Dinge zurückgelassen hat? Das hat sie. Du willst wohl einen Blick darauf werfen. Ja, was hast du noch? Ja, sehr gerne. Zeig mal. Handel. Oha. Was ist das? Trank der Leerung. Fügt alle Fertigkeiten mit den Fähigkeiten. Neu eingesetzt. Ach, cool. Eine Art Reset-Trank. Ach, wie cool. Ach, wie cool. Ein Reset-Trank. Nice. Das finde ich geil. Dass es sowas auch gibt. Ja, den du wirklich alles im Prinzip resetten kannst. Gefällt mir, finde ich gut. Den kriegt man nur bei der, nehme ich mal an, oder? Ach, nee, der wäre. Große Jürtenklüfe. Jürtenklüfe. Okay, was hat's denn noch alles? Ja, gut, so jetzt nicht unbedingt. Was ist das für Bücher? Das ältere Blut. Was ist das Manuskript? Köder. Insektoidenöl. Alchemistisches Rezept. Nordwind. Und Bomben. Auch nicht schlecht. Was kostet das? 200. Nie. Aber interessant, dass die Uhr so einiges hat. Cool. Du sagtest, du wolltest etwas von mir. So ist es. Nach wie vor. Die verfluchte Insel im Sturmsee. Du hast sicher von ihr gehört. Mhm. Die Bauern hier reden ständig darüber, über die Geister, die dort hausen. Sie sagen, wer dorthin geht, kehrt nicht zurück. Was für ein Fluch ist das? Das weiß ich nicht. Ich muss diesen Zauber brechen, aber habe seinen Ursprung noch nicht gefunden. Du musst doch etwas wissen. Ein bisschen. Der Fluch hängt irgendwie mit dem Turm zusammen, in dem Viserat, der Herr über dieses Land, beim Angriff durch Nilfgaard Unterschlupf fand. Im Dorf sagen sie, ein paar verzweifelte Bauern segelten zu der Reuseninsel, wollten um Essen betteln, doch es kam zu einem Massaker. Würdest du mir also bitte helfen, den Fluch zu brechen? Du kennst dich doch mit sowas aus. Ja, natürlich. Lass mir helfen. Warum bist du so versessen darauf? Aber erst mal fragen. Ich doch gar nicht. Die Bauern sind es. Die Insel, gute Frau, du musst den Fluch brechen. Du bist eine gute Hexe, so mächtig. Immer dasselbe. Hm. Weißt du, ich dachte, du scherst dich nicht um die Leute hier. Du mächtige Hexe. Wenn ich's nicht schaffe, bin ich in ihren Augen nicht mehr mächtig. Sie werden nicht mehr riskieren wollen, am Galgen zu landen, um mich zu verstecken. Also geht es nur darum, was andere denken? Deinen Ruf? Der Punkt ist, hör zu, ich bin nicht in die Wildnis geflohen, um mich fangen zu lassen, weil irgendein Trottel mit dreckigen Fingernägeln sich über mich aufregt. Ja, okay, ich verstehe den Hintergrund, ja. Also die Bauern, die zu der Insel gefahren sind, hat dieser Herrscher sie umgebracht? Im Dorf wird gemunkelt, er hätte sie vergiftet. Ein wahrer Ehrenmann. Ich habe ihn nie getroffen, aber er schien kein grausamer Mann zu sein, nach dem, was mir der Magier von der Insel erzählt hat. Ein Magier lebte auf der Insel? Kennst du ihn? Wo ist er jetzt? Wir waren befreundet. Leider ist er auch an dem Tag gestorben. Nur wenige haben überlebt. Und diejenigen, die von der Insel fliehen konnten, starben bald darauf qualvoll. Sie scheinen aber nicht vergiftet worden zu sein. Schon gut, ich helfe dir. Ich wusste, du könntest nicht Nein sagen. Natürlich musst du zur Reuseninsel segeln. Na schön. Und dann? Nun, die Geister auf der Insel. Du müsstest mit ihnen irgendwie in Verbindung treten. Vielleicht können sie uns zeigen, woher der Fluch stammt. Meinst Klingt du, sie haben Lust auf ein Schwätzchen? Natürlich. Wenn du meine magische Lampe dabei hast. Du kannst sie danach gern behalten, zum Dank. Wirst sie sicher gut gebrauchen können. Cool. Kannst du nicht einfach mitkommen? Ich hab mal versucht, zur Insel zu fahren. Dachte, mein Kopf würde zerspringen, so stark war der Fluch. Reizend, dass du mich dorthin schickst. No, nett. Ich bekam Nasenbluten. Bei dir wird höchstens dein Medaillon zucken. In der Aretusa habe ich gelernt, selbst die kleinsten magischen Regungen zu erkennen. Das hier hat sich dagegen wie ein Dreschflegel angefühlt. Interessant. Ich dachte ja, du stehst auf sowas. Nimm mein Boot. Es liegt am Ufer, nicht weit vom Dorf. Es müsste intakt sein. Wenn der Moder nicht zugeschlagen hat, wie bei fast allem hier.
Wie funktioniert die Lampe eigentlich? Ich meine, muss ich sie reiben oder irgendwas Magisches tun? Reiben kannst du dir sparen. Stell sie einfach dort ab, wo du Knochen findest und ein Gewisper hörst. Sei gewarnt. Es gibt gewiss angenehmere Dinge. Hab ich mir schon gedacht. Ich erzähl's dir später. Vielleicht lasse ich das Schlimmste weg. Das kannst du dir sparen. Ich gebe dir einen Xenogloss. Damit können wir uns über weite Entfernungen verständigen. Du beschreibst einfach, was du siehst, und ich sage dir, wonach du suchen sollst. Okay. Nice. Hab noch nie von einem Xenogloss gehört. Funktioniert wie ein Megaskop, aber es ist weitaus handlicher. Stell dir ein magisches Kästchen vor, das spricht. Schwer herzustellen? Sehr. Darum sind sie so selten. Ich könnte sowas jedenfalls nicht bauen. Also keine Chance, dass diese Xenoglosse populär werden. Dass jeder Magier so eins haben kann. Nicht die geringste. Und wo hast du diesen Xenogloss her? Hab ihn in der Mine gefunden, zusammen mit der Lampe. Hielt ihn zuerst für einen Teil der Lampe. Hab erst später gemerkt, was es ist. Meinst du, er gehörte dem Elfenmagier? Ganz sicher. Aber ich habe nicht gewusst, dass die Elfen sowas benutzen. Sollte ich noch etwas wissen, bevor ich gehe? Nein, das wäre alles. So, jetzt geh schon. Ich bin so gespannt, was du auf der Reuseninsel findest. Komm hinterher unbedingt bei mir vorbei. Und Geralt? Hm? Danke. Kein Problem. Ich helfe doch immer gern. Questgegenstand. Du hast einen neuen Questgegenstand erhalten. Bereite ihn auf den Einsatz vor, indem du ihn im Inventar an der richtigen Stelle platzierst und dann mit Schnellzugriff auswählst. Okay. Ah, ist schon platziert. Okay. Das wäre quasi die magische Lampe. Na dann, würde ich sagen, auf zur Reuseninsel. Findet die Hütte des Weidelers? Nein, das will ich nicht tun. Ich möchte... machen wir es denn? Nebenquests. Das ist es. Okay. Da ist es. Okay. Das ist ja gleich hier um die Ecke. Ich dachte, wir müssen jetzt wieder übelst weit irgendwie. Aber das ist ja gleich hier. Plätze? Hallo? Los, los! Plätze hingen an einer unsichtbaren Wand fest. Eine unsichtbare Wand in Witcher 3. Das ist mal die Überschrift für den Titel. Nein, das mache ich nicht. So einen Quatsch mache ich nicht. Da ist es. Alles klar. Die hat ihr Boot geparkt. Ist ja klasse. Da wieder ertrunken, oder? Geralt, rein da. So. Boote in der Hexerwelt mit ihren Flüssen, Ozeanen und großen Bergseen gibt es zahlreiche Gegenstände, die man weder zu Fuß noch zu Pferd erreichen kann. Man muss viel mehr schwimmen oder segeln. Halte an Stränden und Orten mit dem Hafensymbol markiert sind, nach Booten ausschauen. Vorsicht! Wenn dein Boot auf Felsen oder anderen Hindernissen aufläuft, nimmt es Schaden und kann auch sinken. Na toll. Das klingt ja super toll. So, jetzt haben wir Boot. Haben wir noch nie gemacht. So, mal was noch ist. Ihr seht schon, links haben wir jetzt so eine Bootanzeige. Ne, das kann auch wirklich kaputt gehen. Also, das ist gar nicht so ohne. Ist aber schön, dass hier erstmal so eine Art Fluss ist, ne, bevor... Warte mal. Wo ist denn das eigentlich? Ach, guck mal, dort. Das ist aber gut gemacht, ne? Dass hier nochmal so ein Fluss so. Und hier durch den Sumpf müsste man eigentlich in den Ozean. Also in den Ozean. Nicht laut zum Meer kommen. Aber das ist ja eher Sumpf, also wird man wahrscheinlich eher nicht so
Da unten ist was? Da will ich mit Hexer sehen, gucken, dass hier unten irgendwo was liegt. Und wir übersehen das. Oh, Schätze, am Boden des Meeres. Da ist wieder was. Was? Hörst du mich? Oh. Ist alles in Ordnung? Oh. Wo bist du? Bin fast da. Wunderbar. Ich melde mich bald wieder bei dir. Oh, die blöde Kuh. Warte. Oh, die blöde Kuh. Dieser Xenogloss. Kann ich mich damit auch bei dir melden oder funktioniert er nur in einer Richtung? Er funktioniert nur in einer Richtung, fürchte ich. Du musst meiner weiblichen Intuition vertrauen. Deiner was? Meiner weiblichen Intuition. Wunderbar. Ja, sowas kann man vertrauen. Also bitte, Geralt. Ich wollte gerade sagen, wo das, dieses Rauschen so, ne? Ich dachte, jetzt kommt hier irgendwas unten aus dem Wasser raus, so ein Meeresmonster irgendwie, keine Ahnung. Ich wollte gleich... Oh, ich zitter immer. Ich will noch Gänsehaut. Oh, das war nicht lustig. Oh, das war überhaupt nicht witzig. So, hier haben wir einen Sumpf. Ich packe mal hier drüben ab. Hui, halt, halt, halt. Dein Boot ist beschädigt. Okay, wir haben es kaputt gemacht. Hoppala. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. So. Was haben wir denn da? Geralt? Ja, ja. Bist du schon auf der Insel? Ja. Funktioniert der Xenogloss? Ja. Hörst du mich? Ja. Was? Ich höre nichts. Na, nein, weg da. Schon kaputt. Mist. Verdammt kurz. Ah. Was hast du gesagt? Es gibt ein paar Störungen. Du musst sehr vorsichtig sein. Ach Mist. Wenn ich da nochmal reinhub, dann kriege ich extra Schaden. Toll. Da hinten ist noch einer. Wow. Ist das eklig. Das ist so eklig. Hallo, ich will den Loot haben. Jetzt. Ich zieh mal lieber mein Schwert. Ich traue der ganzen Geschichte nicht. Was haben wir denn hier? Ah, oh Mist, das war Quatsch. Ich wollte die falsche Taste gedrückt. Verdammt. Die machen hier irgendwie ein bisschen Schaden, kann das sein? Bams. Nicht mit mir, Freunde. So, hier liegt noch was. Was ist das hier? So eine Art Tempel oder irgendwas? Ich traue mir ganzen Geschichte nicht. Was haben wir denn hier? Google. Zeig mir, was du zu bieten hast. Mist. Nein, Geralt, die Richtung. Trink mal was. Halt, hier. So. Okay. Das ist die Reucheninsel. Da hinten läuft irgendwas lang. Oh, hier ist ein Bienennest. Honig nehmen wir natürlich immer mit, können wir gebrauchen. Denke ich zumindest. Okay, Gula. Das war nix. Also hier noch einsammeln. Scheiße, looten hier, schön viel Loot. Denn Loot tut dann gut. Zack. Oh, zack. Was ist? Oh, Mist. Der hat überlebt. Verdammt. Haha. Da müssen wir aufnehmen. Nein. Ach, ich wollte gerade Feuer machen. Voll gemein. Das ist voll gemein. Das gibt's doch nicht. Das ist einfach ein cooler Erwischen mich heute. Ich bin immer noch leicht aus der Übung.
Oh, was? Der hat keinen Schaden genommen. Pips, Pips. Tja, willkommen auf der Reuseninsel. Da ist der Turm. Ah, okay. Da hinten, guck mal. Ich sollte Keiras Lampe benutzen. Oh. Sie sind hinter uns her. Sie werden Gaham nicht reinlassen. Still, du Idiot! Halt den Rand, sonst hört dich der Adelsfritze! Ah, der sitzt auf seinen Seidenkissen, stopft sich bestimmt gerade Fleisch rein. Und hat keine Ahnung, dass wir ihn gleich in Fetzen reißen. Oh, oh. Die Luft ist rein, Jungs! Los jetzt! Okay. Also, die sind nicht nur hierher gekommen, um einfach, ich sag mal, nett um Essen zu betteln. Die sind schon gekommen, einfach um, ja. Ihr wisst Bescheid. Oh, da ist was Großes. Was haben wir da? Eben. Was sie wohl hergeführt hat, Hunger oder Gier? Bestimmt ein Mix aus beidem gewesen sein. Erster Turm. Okay. Warte mal. Da unten ist was. Oh, hier hinten haben wir noch was. Da hinten haben wir Geister. Millie, wir müssen fliehen, schnell! Warte, warte. Millie, wir müssen fliehen, schnell! Millie? Millie, was hast du? Weiß nicht. So heiß. Es brennt. Au. Hä? Nein, nein, bleib zurück. Verlass mich nicht. Was? Was? Ich war hier diese Palisade so nach innen gedrückt. Geh mal rein, würde ich sagen. Verschlossen, okay, wir brauchen auch einen Weg. Ich benutze jetzt Hexersinne und die Lampe. Vielleicht findet man ja noch mehr, ne? Da oben ist zum Beispiel eine Kiste. Die gerade schon gesehen. Ich habe überlegt, ob ich hingehe und mir die hole. Das sind eure Kisten. Reliktöl. Oh, ist gut, dass wir hier waren. So. Gehen wir also hier rein. Oh, ich sehe gerade, bevor wir da reingehen. Der, die Folge. Na komm, wir gehen doch schnell rein. Hier ist was. Wo ist dieser Adelsfritze? Hier liegt er. Mausetot. Der Kopf ist geplatzt wie ein fauler Kürbis. Schon mehr wie ein Bauer. Verteilt sein Blut und seine Scheiße überall. Hat sich ausgeadelt. Sie haben es zu schnell gemacht. Hätte mehr leiden müssen. Er ist nicht der Einzige. Die Söhne können für ihn leiden. Und die Tochter nach oben. Oh nein. Ich ahne schon, was es hinausläuft. Hier wimmelt's von Ratten.
Sowohl Tote als auch Lebendige. Die fressen... Wie geht's, Geralt? Hör auf! Ich will's gar nicht wissen. Was haben wir hier? Die Bauern sind nicht gekommen, um höflich zu bitten. No. Zum Betteln sind die nicht gekommen. Blut. Wir haben viele ihr Leben gelassen. Oh, hier geht's in den Keller. Huch. Warum? Da ist wieder was. Die Reichen. Ich werde sie nie verstehen. Halten Ratten in Käfigen wie Hasen. Sollen wir sie rauslassen? Wenn wir nichts tun, verhungern sie. Ich würde sie lieber verbrennen. Sie freizulassen wäre nicht gut. Stell dir vor, welchen Schaden sie anrichten würden, wenn sie ins Dorf zurückschwemmen. Schwimmen? Ratten? Wie soll das denn gehen? Die schwimmen. Oh, mach dir um die keine Sorgen. Das sind schlaue kleine Viecher. Schlauer als du. Kommen sie dir nicht träge vor? Vielleicht haben sie die Krätze. Und der Gestank. Wieso haben die hier unten einen Keller voller Ratten? Warum? Macht irgendwie keinen Sinn. Aber jetzt ist die Zeit dran. Jetzt passt das. Jetzt werden wir die Folge erstmal beenden. Wir looten hier mal schnell. Also muss schön looten. So, hier hinten hatte ich noch eine Kiste. So. Und jetzt sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.